Dann mal herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute Sonntag. Ihr seht es hier schon so ein bisschen vom Raum her. Ihr wisst ja, ich bin mich schon lange auf meinem Kanal verfolgen. Ich habe jetzt erstmal heute schon eine Menge gemacht. Das heißt, ich habe das Becken rübergesetzt. Meerwasserbecken. Und jetzt sehen wir ja gleich, ich zeige euch das mal, jetzt haben wir ja noch so den Rest hier. Becken, halt, ist natürlich ein typisches Garnelenbecken, die Größe. Also ist nicht für die Fische geeignet, falls jetzt jemand da zuschaut. Vielleicht für die Fischzucht könnte man es nehmen, aber halt nicht für die Dauer. Ne? Ja, jetzt sehen wir hier, sind ja die Blue Dream drinne. Meine Überlegung war ja jetzt gewesen. Ich will das ja ohne weiter drunter tragen, natürlich nicht mit voll Wasser drin. Ich mache mal so ein bisschen Platz hier. Hier ist die Lotus. Und was mich jetzt gewundert hat, dass die Lotus hier oben grüne Blätter gekriegt hat. Oh ne, die hat keine grünen Blätter. Jetzt einfach, die sind verkehrt rum. Deswegen haben sie grün. Guck. Deswegen. Gucken wir mal, drehen wir sie einfach mal um. Ja, nee, die sind so. Ja, die hat jetzt grüne Blätter da oben gekriegt. Ich gehe mal von aus, dass das was mit dem Lichtverhältnis so ein bisschen zu tun hat. Guckt euch das mal an. Warum die jetzt grüne Blätter gekriegt hat, weiß ich nicht. Liegt das vielleicht daran, weil zu viel Licht ist oder wenig Licht? Wenn ihr das wisst, könnt ihr da mal eine Kommentare schreiben, warum das so ist. Ich habe ja hier die einfache Lampe. Welche Firma, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Solide gebaut. Kann man nicht meckern, läuft. Der Filter, ein Filter von Aquael läuft auch, schon eine Ewigkeit jetzt. Ja, wir gucken uns mal an, so ein bisschen von der Farbe her. Sind natürlich immer wieder welche bei, die so ein bisschen rausstechen. Erstmal von der Farbe her. Hier haben wir hier noch eine. Und wo man dann da schon wieder bisschen selektieren können. Ne? Aber wie schon öfters gesagt hier, ist es nicht einfach, in so einem Becken zu selektieren, wo man Pflanzen drin hat. Das heißt, wenn man es richtig machen soll, müsste man einmal im Monat spätestens alle draus machen, nur noch die Garnelen haben und dann dementsprechend anfangen zu selektieren. Ja, die Lotus läuft. Ihr seht es selber. Ich habe so ein bisschen das Algenproblem hier in den Griff gekriegt. Das war ja mal so gesagt mein Algenbecken. Ich gehe jetzt mal von aus, ich habe ja durch das Moos, was ich noch eingebracht habe, muss ich euch sagen, einen Verbraucher geschafft. Also die Algen sind hier effektiv verschwunden. Dann ist mir noch aufgefallen bei der ganzen Sache, dass ich hier durch das Moos dementsprechend auch mehr Jungtiere gekriegt habe. Auch hier werde ich das alte Wasser benutzen wieder. Das heißt also, ich muss dann jetzt mal ein bisschen euch rüber zwitschen. Ich muss jetzt nicht unbedingt hier schon wieder neues Wasser nehmen. Also ich bringe das runter und werde dabei auch hier das alte Wasser benutzen, was ich drin hatte. Denn ich habe es ja erst jetzt vor drei Wochen gewechselt. Und deswegen, weil ich jetzt eine Menge rauslasse, ihr seid ja gleich sehen, muss man so ein bisschen immer, warum ich das Becken jetzt nicht komplett rausfische, alle. Und dann wollte ich das ja speziell Moosbecken machen. Ach, Moosbecken. Nee, hier von die Bloody Mary, nicht Bloody Mary, von die Blue Dream. Ich habe ja noch so ein Becken unten mit reinsetzen. Aber ich beobachte schon seit einiger Zeit hier, ich habe hier so viele Jungtiere drin, die ganz klein sind. Und da wollen wir uns mal nicht vormachen, dass ich die ganz kleinen Tierchen überhaupt keine Chance habe, die so ein bisschen rauszuholen. Ne? So, jetzt haben wir eine Kanne voll. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal ein Eimerchen vollfüllen, dass wir so weit wie möglich tief kommen. Und gleich. Oh, jetzt. Ja, ich sehe das mit dem Wasserwechsel, das passt so. Dann bin ich jetzt hier wieder großartig mit dem Wasserwechselzeug hier ohne Schnecke, so kann ich weiß nicht, herauszuholen. Dass wir da so ein bisschen
Recycle. Das Beste ist immer für eine Garnelenzucht, dass man da Moos nimmt. Also zumindest so habe ich da so meinen Eindruck. Könnte jetzt, habe zwar schon auch schon mal gedacht, okay, wir haben jetzt ein bisschen wieder eine Schnecke. So ein bisschen. Ich muss jetzt so weit wie möglich runter machen. Denn ich habe ja sonst Angst, dass das so ein bisschen halt rausfischen. So, dass ich da so ein bisschen Probleme habe mit dem Tragen. Ne? Weil ich glaube nicht, dass das jetzt, jetzt sehen wir hier hinten, ihr seht ja noch hier den Filter da voll. So ein bisschen, ich hoffe, man sieht es. Vielleicht mal da so ein bisschen näher ran. Ihr hört den Klappern, ist klar, der läuft jetzt trocken. Und wenn die trocken laufen, fangen sie an zu schlagen. Das ist einfach dahinter gemacht worden, beinhaltet worden. So ein Filter, ihr müsst euch das vorstellen, wie beim Auto, ein Gleitlager, dass da Öl zwischen ist, anstatt Öl. Anstatt Öl, wie beim Gleitlager, ist hier Wasser zwischen, ne? Ja, aber so kommt das alles aus. Ich habe hier eigentlich immer nicht mehr. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut läuft jetzt. Bio-CO2 hatte ich ja auch immer eingeführt gehabt, aber ich kann mal eigentlich sagen, hier von den Wasserwerte her, so ein bisschen, das kann man sich sparen, ne? Dass man hier Bio-CO2 benutzt bei der ganzen Anlage. Ne? Schafft jetzt. Im Keller angekommen. Ich mache mal die Pumpe aus, weil die relativ laut ist. Das hört sich schon gut an. Im Keller angekommen. Ja, man hat immer eine Menge zu tun hier. Ja, ich lasse das Becken erstmal so laufen. Und ich weiß, was ich euch mal erzählt habe, wir haben angefangen auch mit dem Solavisi-Becken zu machen. Das steht hinten noch im Kellerraum, aber ich musste das Ganze jetzt so ein bisschen beiseite machen oder beziehungsweise nach hinten schieben durch das Meerwasserbecken. Und hier habe ich gerne noch das Projekt zu laufen wegen die Nachfüllanlage, wo ich hauptsächlich einige Becken fange ich hier an, Nachfüllanlage zu machen, wo unter anderem wie hier bei den Garnelen und Thylos beheizt wird und dementsprechend habe ich da höhere Verdunstung und deswegen ist das mir schon wichtig, hier zu gehen. Und als nächster Schritt ist es ja auch, das Becken aus dem Garten hier reinzuholen, dass ich da so ein bisschen weiter an. Jetzt seht ihr hier, das sind ja schon mal die Pflanzen, die ich letztes Mal aus dem Teich geholt habe. Die sollen sich erstmal dran gewöhnen, ehe ich sie dann nachher wieder bündel bzw. unter dem Wasser unten hängen lasse. Denn die brauchen ja unbedingt keinen Bodengrund. Das sind ja in dem Sinne eigentlich auch Schwimmpflanzen und die kommen damit ganz gut klar. Ihr habt ja hier gesehen, die wachsen über Wasser wie unter Wasser ohne Probleme. Ne? Also, da ja der Winter wirklich jetzt langsam kommen wird, zumindest erstmal der Herbst, werde ich da so ein bisschen schauen, wie weit ich da komme. Mal ein kleines Schwenkerchen nochmal durch über die Anlage. Kann ja sein, dass neue Zuschauer dabei sind, die es noch nicht kennen. Großartig ist hier noch nicht so passiert. Die Tage. Ihr habt ja gesehen, hier die Sperrträger, Wildform muss ich dazu mal sagen, die kommen ganz klar. Das ist natürlich für die Krebse ein kleines Highlight, denn die kennt es gar nicht. Die sind noch nie aufgewachsen mit Fische in ihrer Umgebung. Aber ich kann mir gut vorstellen, die kommen da ganz klar. Und ich sehe, ihr seht selber, die hängen alle zusammen als Schwarm. Dann finden sie auch mal so Reste von einer Krebse, die Sachen nicht auffressen, übrig geblieben ist. Und das läuft ja ganz gut eigentlich nach. Ich bin ja gespannt hier mit den Pflanzen. Bis jetzt existieren sie noch, die ich reingesetzt habe. Wo ich gerne gesagt habe, okay, Florida-Krebse mit den Pflanzen ist so eine Sache, aber wir schauen mal nach, wie es läuft. Und irgendwann, wenn es hier noch zu viele fern von den Schwerträgern, dann gehen natürlich wieder welche auf Reise. Ihr seht jetzt selber, wie der kleine Kerl. Wir beobachten das mal.
Es wird was oder wird was? Wenn in die Tonne laufen, da wird das Osmosewasser rein. Aber das kann ich euch sagen, in der Tonne seid ihr schon bei mir ungefähr bei 8 Stunden. Was hier so rintroppelt am Wasser, aber langsamer ist ja besser als so schnell. Ja, jetzt sind wir auf den Schritt weitergekommen. Die Meerwasserfreunde wird es ja dann auch interessant, oder auch Süßwasserfreunde, die sich dann dafür interessieren, für mein Meerwasserbecken. Was jetzt so ein bisschen funktioniert sollte, ich hoffe, dass das so wunderbar klappt, so wie ich es mir vorgestellt habe. Nämlich, dass das Ding in der Wand gefahren wird oder irgendwas schief geht, dann ist ja doch irgendwo preislich, nicht gerade sehr preiswert, so ein Meerwasserbecken, Komplettsystem mit allem drum und dran. Aber ich habe es mir ja halt gedacht, ich gönne mir noch einmal in mein Leben. Hört sich zwar jetzt so ein bisschen blöder an, aber wenn man jetzt 60 ist, was hat man denn heutzutage noch? Gut, man kann noch etliche Jahre leben, das hätte ja nie gesagt, aber irgendwann sagt man, okay, das habe ich mir immer gewünscht, das schaffe ich mir noch mal in meinem Leben, das wird das letzte Becken dann sein, in der Größe oder noch größer werde ich nicht gehen. Was die Meerwasseraquaristik angeht, hier im Keller wäre natürlich die Möglichkeit da, aber ich halte mich ja doch mehr oder weniger oben auf mit den Becken. Und hier im Winter bin ich hier öfters in den Raum drin, weil ich doch jeden Tag immer was zu tun habe. Ich kann mir auch gut vorstellen, die Aquarianer, die so viele Becken haben, die können das wunderbar nachvollziehen, weil ich hier an Arbeit habe. Oder halt, Arbeit ist es ja in dem Augenblick ja nicht. Das ist ja Hobby und Hobby sehe ich ja nur nicht als Arbeit an. Das ist ja Freizeit. Und desto mehr man so ein bisschen macht, sage ich mir immer, desto besser ist es auch für den Gehirn. Das wird immer weiter trainiert. Und man läuft ja auch dabei von A nach B so ein bisschen. Hat ja dann den Hintergrund, dass man dann auch noch fit bleibt, sich bewegt, halt nicht den ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzt und die Wand anguckt oder beziehungsweise den Fernseher anguckt. Das ist bei mir am Tag, wenn es groß hochkommt, wenn ich mich jetzt gerade am PC setze, sitze ich am Tag vielleicht abends zum Filmen mal 2-3 Stündchen am Tag vom Fernseher, wenn überhaupt. Im Sommer ist es ja noch weniger geworden. Ja, und werde ich mich mit den Bildern bei euch verabschieden. Ich muss oben noch den Kallastrang auseinanderrubben. Da braucht ihr ja nicht mit bei sein. Das ist ja nicht großartig, große Aktion drinne. Schwimmpflanzen bleiben drin. Das Nachfüllsystem kommt jetzt nach und nach, aber ich mache erstmal das Wichtigste, dass die Becken vom Gewächshaus hier runterkommen, dass das Ganze steht, dass da Ruhe ist drin, dass ich da keine Angst haben muss vor Frost, mit die Pflanzen winterhart machen. Das mache ich ja dann immer meistens so November in der Richtung, wenn es schon ein bisschen kühler ist. Da kommt auch noch so ein bisschen, ist auch mal 2-3 Tage Arbeit, ist das, aber dann ist es auch wieder erledigt. Dann ist man im Garten wieder durch. Ne? Jo, ich hoffe, euch hat das Video schon gefallen. Dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Video bei mir auf meinem Kanal. Ciao.